Ja, willkommen zurück im Bild Newsroom. Mein Name ist Julian Reichelt. Wir haben jetzt gerade tatsächlich eine große Nachrichtenlage. Es sieht so aus, als würde Herr Winterkorn, der Vorstandsvorsitzende von VW, in den nächsten Momenten seinen Rücktritt erklären. Das läuft jetzt gerade über die Agenturen, unter anderem bei Reuters als Einmeldung, zieht damit die Konsequenzen aus der Abgasaffäre bei VW. Natürlich eine spektakuläre Meldung, bestbezahlter Manager des Landes. Wir sehen jetzt hier oben bei uns auf den Schirmen, die Pressekonferenz. Dann ändern wir jetzt gleich den Link und Herr Winterkorn nicht selber erschienen ist. Hören einfach mal rein, oder? Ja. Herr Huber, Herr Minister Seth Beil und Herr Dr. Porsche werden Sie jetzt kurz über die Ergebnisse informieren. Bitte schön. Ich darf Sie begrüßen hier in Wolfsburg bei Volkswagen, meine Damen und Herren. Und ich möchte zu Beginn sagen, dass bei CW und des Aufsichtsrates bei Volkswagen AG die Vorgänge mit der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselmotoren mit größter Betroffenheit zur Kenntnis genommen hat. Wir sind uns dabei nicht nur den eingetretenen wirtschaftlichen Schaden bewusst, sondern vor allem auch des Vertrauensverlustes bei vielen Kunden von Volkswagen weltweit. Ja, den Netz ersetzen, ja. Für unsere User, das, was jetzt hier passiert und was man im Hintergrund sieht, ist unser sogenannter Ring, wo sowohl die Zeitung als auch die Internetseite nebeneinander produziert werden. Wir schauen uns jetzt zusammen hier die Statements bei VW an, machen hier vorne, das können wir einmal kurz zeigen, den Aufmacher für die Internetseite. Und dort hinten stehen die Kollegen aus dem Ressort Politik für Verbrauchen, zusammen mit den Wirtschaftsredaktionen, die jetzt von da anfangen, die neuen Seiten mit dieser neuen Nachrichtenlage zu füllen. Hier oben auf den Schirmen sehen wir, dass diese Nachricht von VW nicht nur Deutschland bewegt, sondern auch Sky News international groß läuft gerade. Und jetzt hören wir nochmal rein. Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen in dieser schwierigen Situation für Volkswagen und damit ein deutliches Signal zu setzen. So, wir gehen jetzt noch mal ein paar Meter zurück, weil die Kollegen müssen jetzt natürlich zuhören, damit sie wissen, was sie für Nachrichten haben. Und ich frage jetzt nochmal Julian Reichelt, Bild.de, Chefredakteur. Julian, was bedeutet das jetzt für Bild, dass so eine Hammernachricht um diese Uhrzeit reinkommt? Ist das jetzt fürs Blatt schon zu spät? Stichwort Andruck, oder wie läuft das jetzt ab? Zu spät ist das für uns nicht. Also wir haben noch gut 2 Stunden Zeit, um die Zeitung neu zu gestalten. Wir werden jetzt mit Sicherheit dem Thema VW noch deutlich mehr Platz einräumen, vermutlich 1 bis 2 Seiten mehr. Das Thema wird natürlich groß auf der Seite einspielen. Und für die Kollegen heißt das jetzt natürlich nochmal eine Menge Arbeit, die Hintergründe recherchieren, herausfinden, was da in den letzten offenbar dramatischen Stunden bei VW passiert ist. Aber auch das gehört in einem Laden wie Bild im Prinzip zur Routine. Und das sind auch die Momente, die das Leben bei einer Zeitung, bei einer großen Medienmarke wie Bild ausmachen. Die Ressortleiter, Julian, stehen jetzt hier am Ring, den du eben schon kurz erzählt hast. Und unten in den einzelnen Ressorts brennt jetzt natürlich der Baum. Was geht da jetzt gerade ab? Naja, da wird jetzt halt das zusammengetragen, was wir hier oben auf den Schirmen sehen, was über Agentur läuft, was andere Zeitungen berichten, was internationale Zeitungen berichten. Alles, was es jetzt an Informationen gibt, läuft jetzt in den einzelnen Ressorts zusammen bei den Reportern, die sich mit dem Thema beschäftigen, während hier die Ressortleiter, die Spitzen der einzelnen Ressorts, die Seiten neu konzipieren, Zeilen, Schwerpunkte, Themenschwerpunkte besprechen, um die dann wiederum an die Reporter weiterzugeben und ihnen zu sagen, wie lange sie schreiben müssen, welche Geschichten sie schreiben müssen, was die interessanten, was die wichtigen Aspekte sind. Und natürlich auch die Frage, die sich hier gleich stellen wird, wie kommentieren wir den Rücktritt dieses Mega-Managers, der wirklich der absolute Ikone der deutschen Industrie gewesen ist bis vor wenigen Minuten und jetzt innerhalb weniger Tage über diese Abgasaffäre gestürzt ist. Letzte Frage, Julian, sag uns noch mal kurz, da kommt eine Eilmeldung, hast du gerade gesagt, wie lange dauert es dann, bis wir bei Bild.de online sind mit so einem Hammer? Ich glaube, das hat jetzt insgesamt weniger als 1 Minute gedauert, bis wir das erste Tickerband auf die Seite gestellt haben, rausgehauen haben, wie wir sagen, bis unsere verschiedenen Push-Dienste das per Push-Mitteilung auf die Handys verteilt haben und bis es dann als großer Aufmacher mit großer Zeile Winterkorn Rücktritt online war, sind, glaube ich, nicht mehr als 2 oder 3 Minuten vergangen, weil Super. Wir auch durch einen Kollegen vorbereitet waren auf diese Nachricht. Wir haben in den letzten 30 Minuten starke Hinweise darauf bekommen,
dass es eben nicht zu einer Vertragsverlängerung mit Herrn Winterkorn kommen würde und dass das dann automatisch seinen Rücktritt bedeuten würde. Alles klar. Online wird der Text jetzt natürlich minütlich aktualisiert mit immer den neuesten Infos, den neuesten Zitaten und wir hören jetzt einfach noch mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Dafür sorgen, dass die Beteiligten hart belangt werden. Wir werden insbesondere auch seitens des Aufsichtsrates einen Sonderausschuss gründen, der in der nächsten Zeit konsequent die Aufklärung vorantreiben wird. Dieser Sonderausschuss wird sich dazu auf einer sehr qualifizierten externen Beratung bedienen und wir wollen mit allen unseren Möglichkeiten dafür beitragen, dass diese Affäre vollständig, klar, möglichst schnell und in einer Art und Weise, aus der deutlich wird, das darf bei Volkswagen nie wieder passieren. Wir wollen auf unsere Weise alle Beiträge dazu leisten, dass das Vertrauen in das Unternehmen sehr schnell wiederhergestellt wird. Und wir sind uns dabei auch bewusst, dass das möglicherweise eine Aufgabe ist, die wir sehen uns jetzt einen unserer Grafiker, aber diese Aufgabe werden wir uns miteinander mit großem damit beschäftigt ist jetzt die Teaser, die Aufgabe für unsere Homepage zu bauen. Sven war und das jetzt wirklich an unserer sehr dynamischen Nachrichtenlage. Also das Wichtigste ist natürlich, dass die Fotos da sind, dass wir die Zeilen schnell bekommen, dann bauen wir die Grafik zurecht, laden das in unser Fototool hoch. Und dann warten wir, bis die Server mit der Auslieferung fertig sind. Wie lange brauchst du, Sven, ungefähr für so einen Teaser, wie es bei uns in der Fachsprache heißt? Kommt drauf an, wenn alles rechtzeitig da ist und dann eine Minute eigentlich. Das heißt, du schneidest hier schnell ein Bild aus, in diesem Fall natürlich den Konterfei von Herrn Winterkorn, dazu eine schnelle Überschrift, wir sagen Zeile, und dann kann das Ding auf die Reise gehen, ne? Ganz genau. Am längsten dauert meistens das Hochladen. Also zur Abrechnung der Fotos und ähnlichem, aber im Normalfall geht es recht schnell. Aktionäre sind auf dieses Unternehmen stolz und stehen zu diesem Unternehmen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse nochmal. Wir haben das Verständnis, dass wir heute hier an diesem Ort, dass die Aufsichtsräte keine Fragen beantworten. Dankeschön. Dann mach jetzt den Videobutton wieder raus. Okay. So, wir hatten jetzt also jetzt auf. Haben wir noch einen interessanten Gesprächspartner, und zwar unseren Politikchef Rela Ander, der mir ungefähr vor einer halben Stunde geschrieben hat, dass es sich in die Richtung entwickeln könnte, der offenbar Hinweise von seinen Quellen darauf hin hatte, dass der Vertrag von Winterkorn nicht verlängert werden würde und das automatisch seinen Rücktritt bedeuten würde. Und er erzählt uns jetzt natürlich nochmal, ohne seine Quelle zu nennen, wie das funktioniert, wie man mit solchen Quellen spricht und was denn in den letzten 30 Minuten gelaufen ist. Ja, man kann natürlich sich fragen, warum wusste ich das nicht schon heute Morgen. Aber in der Tat ist es so, dass wir natürlich daran Interesse haben, viele gute Quellen zu haben und mit denen auch arbeiten. Arbeiten kann man mit denen nur, wenn die Quelle sich auch im Klaren darüber ist, dass das vertrauensvoll bleibt, das Verhältnis und vertrauliche Informationen, sodass wir auch mit dieser Information nicht vorher nach draußen gegangen sind, auch wenn wir ziemlich genau wussten, dass es so kommen wird. Aber das war eine der Bedingungen. Wir konnten uns also gut darauf einstellen, wenn auch mit so etwas kleinerem, mit kleinerem Vorlauf. Und in der Tat war die Information dann da. Ich habe den Julian direkt informiert, weil für uns online natürlich sehr, sehr wichtig ist in diesem Moment. Da zählt jede Minute da natürlich, genau. Klar, da zählt jede Minute, jede Sekunde und so aufzustellen, dass wir, wenn die Nachricht dann offiziell wird, auch damit rausgehen. Dass wir vorher nicht damit rausgegangen sind, war ganz gut, weil gestern gab es ja mehrere Hinweise, dass es angeblich so kommt, und es ist dann auch zurecht dementiert worden, weil gestern war eben noch nicht der Moment. Wir haben jetzt ganz klar eine Aufgabenverteilung gesehen, auch spannend, ne, bei der Pressekonferenz gerade eben. Der erste, Herr Huber, hat im Grunde klar gemacht, welche Verdienste Martin Winterkorn hat für das Unternehmen, für VW es groß gemacht hat. Stefan Weil ist dann da eingeschwenkt und hat gesagt, ja, natürlich, wir sehen das auch als Land Niedersachsen, hat aber gleichzeitig auch deutlich gemacht, wie ernsthaft diese Vorwürfe sind, und der letzte war eben, weil das war ganz interessant, Porsche kann man so und so lesen, Wolfgang Porsche, die Äußerung, hat gesagt, dass das eine sehr langfristige Aufgabe ist, ob das schon ein Hinweis ist darauf, dass der mögliche Nachfolger, über den Freitag ja auch offiziell gesprochen wird, ein jüngerer Mann sein muss, was gegen den Porsche-Chef spricht, der schon 63 ist, der auch als Nachfolger genannt wird, den werden wir jetzt nachgehen.